Professor Ralf Wrubbel, erster Vorsitzender der Historischen Kommission, hat als Jugendlicher seine Leidenschaft für Schlesien entdeckt. Ich bin im Jahr 1973 zum ersten Mal mit meinen Eltern in Kerpen hier bei Oberglogau gewesen, bei meinem Onkel, meiner Tante, meinen Cousins und Cousinen, und habe in dieser Zeit das Land lieben gelernt. Habe dann irgendwann mit 16, 17 angefangen, meine eigenen Wurzeln zu suchen. Habe mich manchmal in Deutschland gewundert, warum die Leute meinen Namen nicht richtig aussprechen können und mich Frobel oder Rogel statt Frobel nennen. Und auf dieser Suche nach der eigenen Geschichte und der eigenen Vergangenheit kommt man dann halt über die Familiengeschichte zur Regionalgeschichte und dann halt auch in weitere Sphären hinaus. Und wenn es einem Spaß macht, und das tut es, dann findet man kein Ende dabei. Geforscht wird oft in Staatsarchiven, aber auch in kirchlichen Archiven suchen die Mitglieder der Kommission nach brauchbaren Informationen. Die polnischen Archive, das ist insbesondere das Staatsarchiv in Oppeln und in Breslau, sind wirklich toll. Man kann dort wunderbar arbeiten. Heutzutage bestellen sie die Akten online im Vorfeld, machen den Termin fest, kommen einfach ins Archiv, dann liegen die Akten auf dem Tisch. Sie können alles fotografieren, sie können sich alles ansehen, sie können auch Scans anfertigen lassen. Also das ist ein ganz wunderbares Arbeiten. Die Ergebnisse der Forschungen der Historischen Kommission werden im Rahmen der Historischen Woche in Museen und Dorfclubs des Kreises Neustadt vorgestellt. Im April fand erneut eine historische Woche statt. Wir haben ja schon ganz lange während der Zusammenarbeit mit dem Museum hier in Oberglogau und auch mit dem Museum in Neustadt-Prudnik. Und wir haben zum Beispiel in unserem Sammelband auch Autoren aus Neustadt mit dabei, die keine Mitglieder der Historischen Kommission sind. Und ich kann nur sagen, also dass allgemein die Zusammenarbeit sowohl mit der regionalen Politik wie auch mit den Museen hier im ehemaligen Kreis Neustadt ganz hervorragend funktioniert. Wir arbeiten auf vielen Ebenen zusammen, gemeinsame Veranstaltungen wie das hier heute, aber auch halt, dass wir Autoren für gemeinsame Projekte denn dann haben. So eine historische Woche wird in der Regel alle 2 Jahre im Kreis Neustadt organisiert. Doch die letzte liegt wegen vieler Beschränkungen bereits 4 Jahre zurück. Umso mehr Forschungsergebnisse konnten die Mitglieder der Kommission allen Geschichtsinteressierten in Schlesien präsentieren. Professor Ralf Wrubbel stellte sein Buch über das Paulinerkloster in Wiese bei Oberglogau vor. Es geht um die Geschichte dieses Paulinerklosters seit seiner Gründung im Jahre 1388 bis zur Auflösung im Jahre 1810. Da spielt die allgemeine Geschichte eine Rolle, aber auch insbesondere das Klosterleben, also wie waren die inneren Strukturen des Klosters und dann die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klosters. Also wie man zeigen kann, das Kloster war eine große Schnapsbrennerei. Und in einem letzten Kapitel schließe ich dann noch die Geschichte an, die auf die Auflösung des Klosters folgte. Dann wurde eine Pfarrei daraus und Ende des 20. Jahrhunderts sind die Paulinermönche zurückgekommen und sind jetzt die Pfarrer in dieser Pfarrei. Auf die Idee, dieses Thema zu erforschen, kam Professor Ralf Wrubbel, als er seine Familiengeschichte erforscht hat. Meine Vorvorvorfahren kommen aus dem kleinen Dorf Leschnik und waren Untertanen dieses Klosters. Und aus dieser eigentlich Ahnenforschung heraus hat sich dann das Interesse für die Geschichte des Klosters entwickelt. Und aus dem Interesse für die Geschichte des Klosters wurde innerhalb von 12 Jahren Arbeit ein immer dicker werdendes Buch. Das Kloster hatte auch Auswirkungen auf die Dorfbewohner. Es war zunächst mal über mehrere Jahrhunderte eine Gutsherrschaft. Also die Mönche mussten sich von den Bauern der Umgebung ernähren lassen. Die Bauern mussten auf den Gutsfeldern arbeiten. Die Bauern selber haben Ackerdienste mit ihren Pferden geleistet. Die Kleinstellenbesitzer, die Gärtner und die Häusler haben die Handarbeiten auf diesen Feldern gemacht. Man hat Gesindedienst geleistet und dann im Kloster Bier gebraut, Schnaps gebrannt, was dann wieder in den Kretschermen der Dörfer verkauft werden konnte. Von daher gesehen gibt es also eine sehr, sehr enge wirtschaftliche Verbindung mit den Dörfern und natürlich auch im gewissen Sinne eine kulturelle Verbindung, wobei die ist interessanterweise sehr vielschichtig. Man findet also in den Akten aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel Beschwerden des Klosterdorfes Olbersdorf über den Prior des Klosters in Wiese, weil er seine Bauern als Schlonski Diable bezeichnen würde, als schlesische Teufel, die er nicht verstehen kann und die ihm nicht genügend Abgaben leisten wollen. Professor Ralf Wrubbel verfasste das Buch auf Deutsch. Nun strebt er die Polnisch-Fassung des Buches an, damit es so viele Empfänger findet, wie nur möglich.
Mein größtes Anliegen ist, dass diese Arbeit, die ich auf Deutsch verfasst habe, ins Polnische übersetzt werden kann, weil sie gerade für die Bewohner des Dorfes Mochau, Dirschelwitz und der ganzen Nachbardörfer, auch der Stadt Oberglogau, vom höchsten Interesse ist. Ich glaube, jeder hier in der Region kennt diese Klosterkirche mit dem dranhängenden Kloster, und dass diese Geschichte jetzt zum ersten Mal wirklich in einer Monographie zusammengetragen worden ist, ist für die gesamte Regionalgeschichte der Oberglogauer Gegend und vielleicht sogar darüber hinaus von Bedeutung. Immerhin ist es das älteste Tochterkloster von Częstochowa und damit auch für polnische Leser von großer Bedeutung. Die historische Woche im Kreis Neustadt resümiert Professor Ralf Vogel als erfolgreich. Die historische Woche war ein unheimlicher Erfolg. Wir sind unheimlich zufrieden mit dem, was wir hier vor Ort erreichen konnten. Zum einen konnten wir unsere bisherigen Arbeiten vorstellen und haben unheimlich positive Resonanz hier vor Ort darauf gefunden. Zum anderen konnte zum Beispiel ich mit einem Vortrag in Kerpen dazu animieren, dass mir hier heute Fotos und Dokumente zur Geschichte des Ortes mitgebracht wurden, die mir unheimlich weiterhelfen, die Geschichte dieses Ortes weiter zu erforschen und den dann zur 750-Jahr-Feier in 2 Jahren die Dorfchronik von Kerpen fertigzustellen. Dazu auch der ganze Austausch, der hier noch möglich gewesen ist, unter den Mitgliedern der Kommission, die sowohl in Deutschland wie auch in Polen leben, aber auch mit Gästen und mit anderen Menschen, die sich für die Geschichte des Kreises interessieren, war unheimlich anregend. Und von daher gesehen, wir sind alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Woche.